Tom Schilling liest für euch. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich mache das auch nicht so oft, aber ich hoffe, dass man versteht, was ich hier lese. Stille Tage in Österreich heißt die Kurzgeschichte. Sie schuldete ihm 500 Schilling, die wollte er wieder haben. Ja. Alle 500. An diesem Nachmittag gingen sie spazieren. Von Anfang an lief alles falsch. Sie hieß Erika, war klein, hatte einen langen Hals, eine etwas spitze Nase und war in allerlei Schwarzes gekleidet, mit einem Samthütchen. Aber das hat mit der eigentlichen Sache nichts zu tun. Die Schuld an diesem Vorfall liegt in dieser ganz bestimmten Zeit und an diesem ganz bestimmten Ort. Er heißt Florian Strammel und kommt aus Feldkirch, Vorarlberg. Dazu ist weiter nichts zu sagen, außer dass er froh war, als er damals in die Großstadt kam. Graz liegt genau am entgegengesetzten Ende ihres wurstigen Staatsgebildes. Die Zeiten haben sich geändert, sagt er. Sie sind schwieriger geworden. Jeder muss heute schauen, wo er bleibt. Er will sich damit nicht rausreden. Ich meine nur, sagt er. Sie ging, wie gesagt, spazieren. Die 500 Schilling hatte er am Abend zuvor für Erika ausgegeben. Sie waren im Restaurant Laufke, dann im Rechbauer Kino, in einem Film mit einem schweigsamen Helden, der alles stoisch über sich ergehen ließ und am Ende brutal aufräumte. Am Kinoausgang hing ein Schild mit dem Hinweis: Achtung, hier beginnt wieder ihre eigene Wirklichkeit. Anschließend saßen sie lange in verschiedenen Lokalen herum und tranken ziemlich viel. Er musste alles bezahlen, weil Erika, wie sie sagte, ihren Geldbeutel zu Hause vergessen hatte. Sie wollte ihm alles zurückzahlen, also beklagte er sich nicht. Es hätte viel geschehen können an diesem Abend, aber passiert war nichts. Anfangs unterhielten sie sich noch ganz gut, doch der kleine Funke, der etwas zwischen ihnen entzündet hätte, der fehlte einfach. Er konnte leider nicht herausfinden, zu was sie in dieser Nacht vielleicht bereit gewesen wäre. Morgens um 5 im Theatercafé hatte Erika ihn endlich gefragt, ob er gewissermaßen mit ihr schlafen möchte. Und er hatte geantwortet: Nicht unbedingt. Da bin ich froh, Florian, sagte sie und schien ganz gerührt. Na dann, sagte er und nach ein paar Minuten, und verabschiedete sich. Und am Tag darauf dann also dieser Katerspaziergang. Sie wanderten durch den herbstlichen Stadtpark, die Blätter lagen nass und zusammengepappt unter den Bäumen. Er wollte bloß sein Geld wiederhaben, fand aber nie den geeigneten Augenblick, um unauffällig auf die 500 Schilling zu sprechen zu kommen. Naja, sagte er mehrmals. Sie gab sich auch wirklich alle Mühe, das Gespräch von jedem auch nur halbwegs in der Nähe liegenden Thema dezent, aber flink wieder wegzuführen. Das zog den Spaziergang ziemlich in die Länge. Je stiller er wurde, desto vergnügter summte sie vor sich hin. Sie kamen ans Ende des Stadtparks, wo an der Ecke Erzherzog-Johann-Allee und Glacis-Straße die Trafik von Anton Schubiak stand. Schubiak wohnte auf derselben Etage wie Florian in der Brockmanngasse 10, Erika 2 Etagen tiefer. Florian hasste ihn schon immer. Von Anfang an hatte Schubiak ihm Steine in den Weg gelegt, gegen ihn integriert und verleumdet, wo er nur konnte, bei Erika und bei der Vermieterin im Erdgeschoss. Beim Anblick seiner Trafik, des alten grün lackierten Bretterverschlags unter den Bäumen, kam Florian allerdings der Gedanke, eine Zeitung zu kaufen, um bei der Gelegenheit die Geldfrage mit Erika zu klären. Schubiak erhob sich von seinem Stühlchen. Würden die Menschen bei der Geburt ihres Kindes ahnen, zu was für einem aufgequollenen Monstrum es in ein paar Jahren heranwachsen kann, dachte Florian, würden sie bestimmt auf eine Namensgebung verzichten. Der trübe Blick aus Schubiaks Insektenaugen zeugte von einem apathischen Desinteresse an den Dingen und Menschen. Die dünnen, farblosen Haare waren platt und fettig an den Schädel geklebt, ohne Übertreibung. Diese aufgedunsene Erscheinung namens Anton Schubiak ließ darauf schließen, dass seine Mutter ihn nicht